Ihr interessiert euch für aktuelle Themen. Ihr seid witzig und habt eine wiedererkennbare Stimme. Dann wäre Moderator der perfekte Beruf für euch. Worauf es noch ankommt und wie der Arbeitsalltag aussieht, verrät uns Markus Poschlott. Er ist Moderator bei RSA. Wir trafen ihn im Radiozentrum in Leipzig. Mein Arbeitsalltag. Ich komme früh ins Büro, so zwischen 8 und 9. Dann bereite ich die Konferenz vor, unsere Redaktionssitzung. Die ist dann um 10:45 und danach, je nachdem, was ich zu tun habe. Mal, wenn ich selber Sendung habe, so wie heute, muss ich dann meine eigene Sendung vorbereiten. Die ist um 14 Uhr, geht dann bis 18 Uhr. Es gibt aber auch noch andere Termine, also die man wahrnehmen muss. Planungssachen, man überlegt was. Social Media, was soll da heute passieren, vor allem was soll morgen passieren. Also wir gucken immer schon so ein paar Tage voraus. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Also ich wollte immer Radio machen. Das war einfach immer ein ganz großes Ziel. Und ich habe studiert, ich habe bei der Zeitung gearbeitet, beim Fernsehen 2 Jahre gearbeitet und Radio war dann das Letzte, was mir noch gefehlt hat, wo ich das immer als Erstes machen wollte. Und dann bin ich über ein Praktikum, über das Studium zu RSA gekommen und seitdem habe ich mich hier festgekettet und keiner konnte mich bisher hier rauskriegen. Was sollte man besonders gut können? Ich glaube, ein Gespür für Themen haben, über was gerade gesprochen wird, was die Leute auch interessiert. Ein bisschen witzig sein schadet auch nicht, aber auch nicht zu viel davon. Und vielleicht auch eine Stimme, die man wiedererkennt. Was ist das Tolle an Ihrem Beruf? Dass man sehr, sehr schnell bei den Leuten ist. Also ich sage jetzt was im Radio und es hören auf einmal ganz, ganz viele in ihren Autoradios oder über die App, die wir haben oder sonst wie. Also man kann sehr schnell Leute sehr konkret informieren und auch unterhalten. Jetzt sofort. Was war Ihr größter Erfolg bisher? Das ist immer so schwer. Ich glaube, dass, also wenn man das so messen möchte, der größte Erfolg war eine Nominierung für den Deutschen Radiopreis im letzten Jahr. Der Deutsche Radiopreis ist wirklich der Oscar sozusagen für die Radioleute. Gibt es Dinge, die Sie nicht mögen? Sport. Können Sie sich die Musik, die in der Sendung gespielt wird, selbst aussuchen? Nein. Es gibt eine Musikredaktion, die plant das, weil wenn jeder selber das spielen würde, was er möchte, dann würde bei mir jeden Tag dieselbe Musik laufen und bei den anderen Kollegen auch die gleiche Musik. Insofern muss es jemand geben, der hat einen Blick drauf und sagt, wir spielen jetzt auch mal das und wir spielen auch mal das und wir spielen auch mal das, aber nicht immer nur das Gleiche. Wird auch mal Musik gespielt, die Sie gar nicht mögen? Ja, alles von ABBA. Würden Sie gern etwas an den Sender verändern? Nö, ich glaube, das ist schon alles okay, so wie es ist. Also wir dürfen ja auch mitentscheiden. Es gibt ja zwar bei uns einen Programmchef, der am Ende sagt, so und so wird's gemacht, aber er fragt uns vorher, was wir davon halten. Und wir sitzen auch einmal im Jahr mal so ein Wochenende zusammen und reden auch mal eine ganze Nacht durch, was wir noch anders machen wollen und können. Insofern haben wir da auch Mitspracherecht. Wie bereiten Sie sich auf die Sendung vor? Indem ich viel lese, viel höre. Das beginnt auch klassisch hier gar nicht im Büro, sondern schon zu Hause. Ich höre ja auch Nachrichten. Ich gucke auch bei Instagram, was gerade los ist. Lese Sachen im Internet. Also das geht schon früh los. Eigentlich arbeitet das immer. Das war Markus Poschlott. Er ist Moderator bei RSA.